Guten Morgen, Jochen. Wir sind jetzt heute in der Speicherstadt und ich werde dich dann durch die Speicherstadt führen. Ja, das ist, wie Boris Mein, ein Schriftsteller für historische Romane, schon mal schrieb, die rote Stadt. Das hat nichts mit Politik zu tun, sondern mit der Farbe des Backsteins. Wenn du hier mal rumschwenkst, siehst du überall rundherum rote Gebäude, alles Speicher. Fast alles alt, manches ist im Krieg zerstört worden und nicht originalgetreu wieder aufgebaut worden. Aber im Prinzip haben wir hier, sind wir von Speichern umgeben. Und wo wir hier stehen, das ist das Windenwärterhaus. Die Waren sind ja per Schiff durch die Flete hier zu den Speichern gekommen und dann hier mit Winden in die einzelnen Böden der Speicher gebracht worden. Immer von der Wasserseite und auf der Landseite gab es dann Pferdefuhrwerke und später Lastwagen, manchmal auch Eisenbahnschienen, um die Waren abzutransportieren. Den Windenwärtern muss ich noch was sagen. Die Windenwärter waren eben Handwerker, die hier in Rufbereitschaft im Schichtdienst übernachten durften und gerufen wurden, wenn irgendwo eine der 1000 Winden kaputt war, damit sie schnell repariert werden konnte. Das waren die einzigen, die in der Speicherstadt vorübergehend wohnen durften. Sonst durfte man früher und auch bis heute, mit einer Ausnahme, da kommen wir noch hin, nicht wohnen. Und hier steht jetzt Wasserschloss dran. Das ist eine tolle Sache. Teekontor, sehr netter Teeladen. Spielt auch eine Rolle bei der Kinderserie Die Pfefferkörner. Und das Wasserschloss ist nicht wirklich ein Schloss. Das heißt nur so, ist gastronomischer Betrieb. Denn in Hamburg gibt es keine Schlösser, bis auf das Schloss in Bergedorf. Aber da wohnte auch nie ein Adliger drin, sondern nur ein Amtmann. Siehst du, jetzt kommt der Kranhaken runter. Ja. Ja, das sind Schutzvorrichtungen, wenn Wind in Betrieb ist, dass hier keiner lang geht, damit einem nicht die Ware auf den Kopf fällt. Du siehst, überall ist Metall zwischen den Stockwerken, weil die Ware doch öfter daran rumschrammt. Was macht man aus der Speicherstadt? Einige wollten hier Flats, also Wohnungen für Betuchte machen, aber das wäre eben auch sehr teuer geworden, weil die Speicher ursprünglich ohne Heizung gebaut worden sind, sondern es wurde nur Strom erzeugt und die haben sommers wie winters haben sie 15 Grad Celsius gehalten für die Waren. Den gucken wir uns gleich von innen dann mal an. Und da können wir rein und kriegen auch einen Kaffee. Jo. Und hier Kuchen. Und ein Stück Kuchen auch. Das ist gut. Das machen wir. Ich laufe mal hinter dir her. Mhm. Moin. Hallo, moin. Ja, mal gucken. Ja, da hinten ist die Rösterei. Aber die ist heute nicht in Gange. Moin, hallo. Komm, komm. Kann ich mal ein paar Aufnahmen machen? Von mir aus gerne. Ja, prima. Ich kann normalen Kaffee machen. Hamburger Mischung ist unser Filterkaffee einfach. Ja. Und sonst natürlich das Besondere, wenn ihr... Wart ihr schon mal hier? Ich ja. Ja? Also ich würde halt empfehlen, die ganzen Kaffees hier oben, trinke ich auch ganz gerne diese Stempelkannen-Kaffees. Mhm. Und da hat man ja ein bisschen mehr Auswahl. Kräftig, nicht so kräftig und auch ein bisschen, wonach der schmeckt. Das heißt, wenn ihr zu zweit seid und zwei unterschiedliche davon nehmt, könnt ihr dann auch ein bisschen mehr, ne, dann auch voneinander am besten noch mal kosten. Ne? Ja. Das ich bin da Gewohnheitstrottel. Ich nehme immer Hamburger Mischung, Podcast. Die habe ich auch da. Die habe ich da. Das ist gut, nehme ich auch. Ja, zwei. Ich nehme aber unbedingt ein Stück Kuchen. Zwei Pot haben wir. Ja, komm mal rum, kann ich dir zeigen, was wir hier für Kuchen haben. Wenn es nicht alles selbsterklärend ist.
Oh. Ja, in dieser Reihenfolge, ne? Ja. Ich meine, eigentlich habe ich alles so hingestellt, wie die Schilder es auch sagen. Nein, Erdbeerzeit. Ich nehme Erdbeerkuchen. Diesen Erdbeerschnitte oder Erdbeerbaiser? Diesen hier. Erdbeerschnitte. Ja. Und für Sie? Okay. Ich nehme das oben, sieht man lecker. Das ist einmal Rhabarber, Erdbeerstreusel und einmal Pflaumenstreusel. Sehen beide gut aus, ne? Das ist gefährlich. Den ersten hier. Pflaume, ne? Ja? Pflaume, guck mich an. Machen wir. Ja. Sieht das gut aus? Ja. Nummer eins. Und Nummer zwei. So, das war mir da her. So. Kannst du mal einen Kaffee dabei? Schau ich mal. Das ist Erdbeer, ne? Das ist Erdbeer. Und ich habe? Kirsche. Das kann dabei. Alter Kaffeesack noch. Hier steht 70 Kilo drauf. Durften immer zwei Hafenarbeiter auf eine Sackkarre wuchten und dann irgendwo hinbringen. Heute kommt natürlich alles in Containern. Und die Kaffeesäcke geraten leider auch langsam aus der Mode. Ja, hier haben wir eine Rösterei, die ist gerade nicht in Betrieb. Und da ist die Trommel mit Gas befeuert. In heutigen Zeiten mit Gas ja auch so eine Sache. Wird bei 200 Grad hier 20 Minuten geröstet. Bei Industrieröstung gibt es 500 Grad für 5 Minuten. Aber die sind hier sehr puristisch. Das geht dann da raus und wird von Luft getrocknet von unten. Mhm. Und ja, diese Rösterei röstet aus allen 70 Ländern, wo Kaffee angebaut wird, Kaffee. Und den kann man hier dann auch kaufen. Mhm. Da können wir vielleicht gleich mal hingehen und uns das angucken. Ja. Ja, Jochen, ich habe dir ja erzählt von Harriet aus Australien. Ja. Und die war Sprachwissenschaftlerin und sagte, sie schreibt ihre Doktorarbeit über Sprachen in Papua-Neuguinea und sagte, ich glaube nicht, dass sie auch Kaffee aus Papua-Neuguinea haben. Ja. Aber sie haben. Hier ist er. Papua-Neuguinea. Ja. Da war sie sehr erstaunt. Und es ist tatsächlich aus allen 70 Ländern, wo Kaffee angebaut wird, gibt es hier auch Kaffee. Ja. Mhm. Unsere Hamburger Mischung auch, aber in Hamburg wird kein Kaffee angebaut. Und hier war das Haus der Kaffeehändler. Alle fast 100 Kaffeehändler in Hamburg saßen in einem Gebäude zusammen. Der alte Börsensaal der Kaffeebörse bis 1967. Ja. Jetzt Veranstaltungsraum, aber immer noch aus Denkmalschutzgründen eigentlich geöffnet, wenn hier keine Veranstaltungen sind. Da sieht man nämlich die alte Kreidetafel vom Hamburger Terminmarkt. Ja. Die hängt natürlich früher tiefer, nicht? Dass man da auch mit der Hand rankommt, ja, zum Aufschreiben, aber aus historischen Gründen. Und da ist das Pendant New Yorker Kaffeebörse, wie dort die Kurse waren. Ja, wir sind hier an der Coffee Plaza, die ist gebaut worden von der Neumann-Gruppe. Die kennt immer kein Mensch, aber die Neumann-Gruppe sitzt in diesem runden Gebäude und ist der weltweit größte Kaffeeimporteur von Rohkaffee. 13% des Welthandels kontrollieren sie und über den Hamburger Hafen werden 75% des deutschen Kaffeebedarfs an Rohkaffee importiert und auch dabei ist die Neumann-Gruppe natürlich führend. Und sie haben diesen Platz gestaltet. Und das Besondere an diesem Platz ist die größte Kaffeebohne der Welt, die wir uns gleich noch mal näher angucken. Ja. Da gehen wir jetzt, ich gehe schon mal hin. So, das ist die größte Kaffeebohne der Welt. Ja. Ja. Für den Klang. Ja. Das ist Metall. Mhm. Man sieht hier diesen typischen Schlitz, dass die Kaffeebohnen getrennt sind. Hier sind die 70 Länder aufgeführt, wo Kaffee angebaut wird. Mhm. Und hier haben wir ein ganz besonderes Land. Ich frage nämlich immer, wo kommt Kaffee ursprünglich her? Viele denken Mittel- oder Südamerika. Ich habe das ursprünglich auch gedacht. Aber Kaffee kommt ursprünglich, die Kaffeepflanze gab es nur in Äthiopien. Aha.
Und da in der Provinz Kaffa. Ja. Deshalb heißt er Kaffee. Mhm. Und wer hat das Kaffeetrinken dann kultiviert? Die Osmanen. Ja. Ne? Türkischer Kaffee. Die Osmanen haben dann ja auch dort die Gebiete damals zum Teil erobert, verwaltet und haben im Jemen Kaffee angebaut, weil die klimatischen Bedingungen da genauso, wenn nicht besser waren als in Äthiopien. Und im Jemen wird auch heute noch Kaffee angebaut. Und der Verladehafen heißt Mokka. Ja, deshalb, ja. Ne? Gut. Mittlerweile, da gibt es noch eine Geschichte zu, dass die Holländer ein Klau-Team ausgestattet hatten, um die Kaffeepflanzen zu stehlen. Mhm. Das ist ihnen auch gelungen. Die haben dann auf Sumatra in ihren Gebieten Kaffee angebaut. Natürlich auch streng verboten, Kaffeepflanzen irgendjemandem anderen zu geben, bei Todesstrafe. Aber letztendlich konnte man das nicht durchhalten. Mittlerweile wird eben in 70 Ländern der Welt Kaffee angebaut. Ja, ja, und wie heißt Kaffee? Kaffee heißt Kaffee, Coffee, Schwarzer, Mokka, Cappuccino, Melange, Doppio, das steht hier überall, was es so gibt. Mhm. Und auf der anderen Seite geht es weiter. Jahrhundert Kaffeehaus, Kultur, Osmanisches Reich und so weiter. In Wien, in Hamburg gab es auch sehr früh ein Kaffeehaus. Ja. Die chemische Formel ist hier von Kaffee. Hier. Ah ja. Hier steht dann, wer überhaupt davon lebt, wie viele Leute Kaffee trinken. Durchschnittlich über 3 Tassen, habe ich mal gelesen, pro Tag. Mhm. Im Durchschnitt. Und das Besondere ist hier die Kaffeekantate von Johann Sebastian Bach. Mhm. Mit dem Text. Ja. Und man beachte, die Noten sind Kaffeebohnen. Ja. Leider gibt es hier auch Schmierfinken, die hier gespäht ja, haben. Leider. Vielen Dank, Jürgen. Es war heute wieder ein interessanter, informativer Ausflug mit dir.